Normalerweise besticht ein Remake eines bekannten Videospiels durch bessere Grafik oder weitere Spieloptionen. Anders bei den sogenannten Demakes. Hierbei wird das Original auf seine Ursprungsidee reduziert und minimalistisch für eine alte Hardware umgesetzt. Wie beispielsweise Assassin's Creed Ende der 80er Jahre ausgesehen hätte, sieht man in Assassin's Creed. Hier hat der Spieler jeweils nur 10 Sekunden Zeit, um als Meuchelmörder Ezio seine Zielperson zu erledigen. Schafft er es zwischendurch auch noch lästige Wachen aus dem Weg zu räumen, bekommt er weitere Sekunden hinzu. So ist den Entwicklern von R3&D eine flotte Arcade-Umsetzung gelungen, ganz ohne Wirtschaftsaufbau, Piratenschiffe und womit Ubisoft sonst noch seine Abenteuerserie in den letzten Jahren aufgebläht hat. Von einem Spiel wie The Stanley Parable bleibt beim LD-Demix von Christina Nordlander nicht mehr als ein Text-Adventure übrig. Auch hier muss der Spieler den Weg aus einem verlassenen Bürogebäude finden und immer wieder Entscheidungen treffen, ob er dem Erzähler gehorcht und die linke Tür nimmt oder sich auflehnt und andere Wege erkundet. So ein Demake funktioniert auch mit der altehrwürdigen Metal Gear Solid Serie. Auf dem Game Boy schleicht sich Solid Snake wie gehabt an Wachen an, ohne von ihnen gesehen zu werden. Mangels verfügbarer Knöpfe verzichtete Entwickler QWERTY kurzerhand auf die Möglichkeit, Funksprüche zu beantworten. Ein echter Überlebenskämpfer kommt halt auch ohne aus. Warum muss man in Rollenspielen eigentlich immer aus der Sicht des Helden spielen, der die armen Schatzkisten plündert? Mimicry Man dreht den Spieß kurzerhand um und versetzt den Spieler in die Rolle einer Schatzkiste, die Köder auslegen muss, um Helden in die Falle zu locken. Issa Norakumo setzte die einfache Spielidee mit dem RPG Maker 2000 um. Wer schließlich in dem ASCII-Spiel Untrusted bestehen will, muss auf der rechten Bildschirmhälfte den Programmcode hacken. Die Funktionen sind mehr oder minder selbsterklärend, sodass auch Spieler, die keine JavaScript-Cracks sind, die richtige Zeile bald finden, in denen sie Parameter umstellen müssen, damit sie Dr. Evil aus dem ASCII-Gestrüpp befreien.